Let's Play Conan Exiles und es hat sich ein bisschen was getan. Und zwar habe ich mal bei Nitrado geguckt und habe gesehen, hey, ich habe da noch ein Guthaben übrig und ich habe mir jetzt einen eigenen Surfer geholt und war jetzt die ganze Zeit mega fleißig und habe jetzt Zeug gefarmt wie ein Irrer, damit wir jetzt was Tolleres bauen können als so einfach nur diese viereckige Kiste für unsere letzte Folge. Und zwar möchte ich ja anfangen, wie so eine kleine Festung zu bauen. Und zwar soll es hier hochgehen, da drauf wie so das erste Teil und dann ja bis da ganz nach oben. Und das wird auf jeden Fall jede Menge Arbeit werden. Und schauen wir mal. So, dann mal das und das und das. Carrying too much ist mir klar. Kann ich jetzt gerade mal 8 Stück herstellen. Weil diese Scheißtreppen 50 Steine brauchen, das ist unfassbar. Dann stellen wir das heute mal her. Mit 8 Stufen komme ich irgendwie gar nicht weit. Ich trage immer noch zu viel. Ah, jetzt kann ich wieder gehen. Jetzt überlege ich nur gerade. Ja, ich denke, ich baue schon hier vorne hoch. Jetzt gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Aha, das muss ich erst einrasten. Alles klar, verstanden. Das heißt, da brauche ich mindestens ein Fundament. Dann stellen wir uns das eine her. Jetzt mal gucken, wie ich das am besten mache. So vielleicht? Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ja, das wird schon gehen. Wird schon gehen. Noch eine ran. Was? Ich darf keins mehr ransetzen. Brauche ich wahrscheinlich zuerst eine Decke. Genau. Die Pose ist so tief unter dem Boden. Muss ich da diese Säulen bauen? Ich habe keine Ahnung. Das ist auch das erste Mal, dass ich so extrem hoch baue. Okay, mehr Steine. Machen wir mal 4 Säulen. Vielleicht so, wenn man das dann so abstützt. So. Aha, guck an. So geht das. Und jetzt müsste ich dann so rüber. Nicht genug Ressourcen. Das
ist der Hammer. Ich habe so lange jetzt diese ganzen Steine und so weiter geformt, um nur jetzt festzustellen, dass ich eigentlich überhaupt nicht wirklich weiterkomme damit. Also nicht viel. Ups, das wollte ich nicht. Aha. Okay, muss ich da nochmal hoch, oder? Das ist aber jetzt blöd. Shit. Ist zu tief. Es ist zu tief. Kann ich da die andere Treppe auch nicht ranmachen hier? Okay, wir müssen viel mehr mit diesen Säulen arbeiten, merke ich gerade. Shit, okay. Das Grinden geht dann auf jeden Fall weiter mit Steinen. Zum Glück habe ich noch ein paar hier. Hier waren es 4. Brauchen wir doch bestimmt mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, so. Hin. Jetzt ist die Frage, muss ich das abstützen? Ich stütze mal das ab. Dann werden wir es ja sehen. Jetzt hätte ich wahrscheinlich... Oder? Okay, Fall Damage ist gleich 0. Das freut mich sehr. Ja, aber. Ich kann es da nicht anbringen. Morgen das jetzt. Ist hier oben Stein. Natürlich, ich baue da hoch, wo nicht ein einziger Stein zum Abbauen ist. Das wird jede Menge Arbeit da oben, um da oben hinzukommen. Das kann ich euch sagen. Eigentlich hätte ich auch ganz gleich da oben weiterbauen können. Aber da bin ich mal gespannt, wie ich das hinbekommen soll. Im Moment sieht es so aus, als wäre auf einer gewissen Höhe nichts mehr... möglich. Uah, Penner. So, wenn ich jetzt hier noch ein Fundament bastel, vielleicht geht's dann. Geh weg. Aber wieder einreißen jetzt. Und dann kommt das da ran. So. Jetzt möchte ich aber, da baue ich hier oben noch ein paar mehr davon. So eine, so wie so einen kleinen Ausguck erstmal hinbauen an die Stelle.
Tja, und somit sind schon wieder fast alle Steine weg, die ich habe, die ich mir geformt habe. Was für ein Mist. Oder erst da hoch und von da aus dann da hoch. Ich glaube, das ist fast gescheiter. So. Von da hoch und von da aus die Treppen dann da hochbauen. Oh, das wird was, wenn ich da... Wenn ich da Säulen bauen muss. Das heißt für mich auf jeden Fall jede Menge craften und sammeln. Es ist übrigens ein öffentlicher Server. Wenn von euch jemand Conan Exiles hat und da mitzocken möchte, kann er gern auf den Server beigucken. Schreibt mir vielleicht eine private Nachricht hier auf YouTube. Und dann gibt es die IP. Eigentlich runterrutschen. Ach du Blöds. So, komm her da. Am besten wäre es, wenn ich mir so schnell wie möglich Leibeigene besorge. Man kann nicht das lernen. Brauche ich 3 Punkte für. Mal gucken, wie das funktioniert. So, Steine habe ich jetzt gar keine mehr, ne? Nee, nicht einen mehr. Verdammt nochmal. Der ist leer. So. Jawohl. Tja, und da bleibt nichts anderes übrig, als wieder Steine zu formen. Ich wünschte, die Ressourcen könnte man als Surfer auch vielleicht ein bisschen einstellen, dass man das. Dass man nicht ganz so viele braucht. Ich finde es fast ein bisschen arg übertrieben. Gerade wenn man alleine spielt, ist das ein bisschen schwer. Unbedingt Leibeigene holen. Ich glaube nämlich, dass die dann auch für einen Sachen farmen können. Werde ich mich nach dem Video mal ein bisschen informieren darüber, wie das funktioniert. Sieht ein bisschen komisch aus. Vielleicht, wenn ich mal genug Ressourcen übrig habe, zimmer ich da nochmal so ein paar Säulen hoch. Aber ich finde es cool, dass das Spiel verlangt, dass man das so baut, dass man einfach nicht irgendwie unendlich lang so in die Höhe bauen kann. So, ein Fundament können wir bauen. Wieder 50 weg. Ich finde auch, also da müssen sie unbedingt irgendwas machen. Eine Holzkiste braucht 100 Holz. Dass man eine Holzkiste bauen kann. Aus 100 Holz, da müsste es schon der Tresor von Fort Knox sein, den ich da baue. So, wie viel kostet eigentlich eine Stufe? 50.
30? 25. 5 Fundament, okay. Aber. Weiß nicht. Oder der Boden, also das Dach. 50 Holz? Nee. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich mich da jetzt nicht verbaue. Wurscht. Holz da. Ja komm, wir bauen direkt da weiter. Das geht. Passt. Gut, dann sind wir schon mal hier. Brauchen wir jetzt hier wieder ein Fundament. Kann ich noch so eins bauen? Nee. Ist wieder keine Ressourcen mehr verfügbar. Verdammte Axt. Kann ich den höher setzen? Da hoch komme ich jetzt wohl nicht. Hm. Wie mache ich das? Ja, setzen wir mal da so hin. Nicht genug Ressourcen. Farming, Farming, Farming. Jetzt hat mich gerade übrigens ein Kollege angeschrieben, der auch kommt und sagt, vielleicht kann ich ja den dazu begeistern, mit mir auf dem Server zu spielen und aufzunehmen. Schauen wir mal, vielleicht gibt es in der nächsten Folge schon Multiplayer-Action. Ginge das alles ein bisschen schneller. Ich glaube, ihr kennt den Troll vielleicht sogar schon. Den habe ich schon ein paar Mal auch was aufgenommen. Ich habe das Gefühl, auch mit dem eigenen Server, im Vergleich jetzt, wenn man ein Singleplayer-Spiel hostet, dass es alles ein bisschen flüssiger läuft. Die Gegner-NPCs zum Beispiel, die glitschen nicht mehr so ganz komisch rum wie beim letzten Mal. Also gesehen haben, wo die da irgendwo so am Feuer so dahin gegleitet sind. Da kommt Ausdauer völlig auf. Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß an so einem, in Anführungsstrichen, Grind-Spiel. Ich mag aber auch irgendwie das Setting. Conan ist einfach cool. Ich glaube, da werde ich mir mal wieder die alten Conan angucken. Schon allein das Intro von alten Conan mit dieser epischen Stimme, die diese kurze Vorgeschichte erzählt. Allein das doch, das ist einfach nur Kult. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, mit Arnold Schwarzenegger, dann guckt euch den bitte an. Ihr werdet das nicht bereuen. Was ist denn das da oben? Könnten böse Buben sein. Was brauche ich jetzt eigentlich? Stufen, ne? Machen wir gleich wieder zwei. Oh, was ist denn jetzt los?
Sturm. Das hatte ich auch noch nicht. Oh, da hinten ist Mordor. Seht ihr den Turm? Oh shit. Oh oh. Hoffentlich macht es nichts, wenn man da gerade nicht drin ist oder so. Kann ich das abbauen? Nee. Ja, cool. Habe ich auch noch nicht gewusst. Das sieht doch mal Hammer aus, oder? Guckt euch das mal an. Screenshot. Screenshot? Scheiße, oder? Ah, da habe ich Screenshot. Geil, das wusste ich gar nicht, dass es auch solches Wetter gibt. Aber ohne Scheiß, das da hinten sieht aus wie Sauron. Der Turm, da oben ist das Auge drauf. Okay, Stürmchen ist vorbei, schön. So, dann setze ich mal die zwei Stufen noch und dann glaube ich, sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Und dann werde ich mir jetzt gleich mal den Kollegen schnappen und fragen, ob er da Bock drauf hat. Der spielt zwar schon eine Weile, er müsste wieder neu anfangen. Keine Ahnung, ob er da Bock drauf hat. Da unten brauchen wir jetzt dann... Oh Mann, da brauchen wir ganz schön viele Pfeiler. Tja, dann werde ich wieder ein bisschen farmen gehen. Ich sage danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Conan Exiles.